Lügen haben kurze Beine und enorm hohe Klickzahlen. Gerade in den digitalen Medien hat sich eine ganze Industrie der gezielten Manipulation gebildet. Der Philosoph Vincent Fella-Hendricks leitet an der Universität Kopenhagen das weltweit einzige Institut für Bubble Studies und erforscht Filterblasen ebenso wie Fake News. Heute erfahren wir, warum solche Phänomene unsere Demokratie bedrohen und was wir ganz konkret dagegen tun können. Herzlich willkommen, Professor Hendricks. Thank you for having me. Herr Hendricks, was war denn die Fake News, über die Sie sich diese Woche am meisten geärgert haben und wie haben Sie davon erfahren? Da wir schon mal in der Sternstunde Philosophie sind, wollen wir uns an die Philosophie halten. Donald Trumps ständiges Hin- und Herlavieren mit den Fakten in den News. Wenn die News für ihn sprechen, vertraut er ihnen. Und wenn sie gegen ihn sind, sind es Fake News. Dahinter steckt eine Art Denkprinzip. Wenn die Fakten für dich sprechen, akzeptierst du sie. Wenn sie gegen dich sprechen, sind sie Fake News. So sagte auch der ehemalige Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, wenn er im Weißen Haus auftrat, sehr oft: Wir vom Weißen Haus sind mit den Fakten nicht einverstanden. Wie kann man mit Fakten nicht einverstanden sein, ohne falsch zu liegen? Aristoteles würde sich zweimal in seinem Grab umdrehen, wenn er das hören würde. Sein Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Wenn also Donald Trump hin und her laviert, ob er das, was er sagte, gesagt hat oder nicht, wie seine Behauptungen kürzlich zum Ereignis in Charlottesville, als er zuerst sagte, ich werde niemanden beschuldigen, um es später doch zu tun, und kommt dann darauf zurück, indem er behauptet, die Medien hätten falsch berichtet, als sie sagten, er sei gegen die weißen Rassisten und die Nazis. Also es ist nicht nur eine einzelne Meldung, die Sie derzeit besorgt, sondern eine ganze Strategie des Umgangs mit Nachrichten, wenn ich Sie richtig verstehe. Donald Trump ist sicher das Gesicht dieser Taktik, aber es ist ja eine ganze Phänomenreihe, die die westliche Welt an sich betrifft. Ja, sicher. Man kann sagen, genau um das geht es beim Populismus. Populismus ist keine politische Ideologie, sondern eine Strategie. Es gibt sowohl linken wie rechten Populismus. Bei Le Pen spricht man von rechtem Populismus. Trump ist rechts ausgerichteter Populismus, aber Hugo Chavez war linker Populismus. Es ist also weniger eine Ideologie als eine Strategie, bei der man eine klar definierte Person oder Gruppe als Gegner deklariert. Es ist also sie gegen uns. Ob wir Brüssel heißt, Washington, die Rust Belt in den USA, die Armen, die Reichen und so weiter. Der Grund, weshalb das so gut funktioniert, ist, dass mein Problem nur eine einzige Ursache hat. Und ich kann auf meine Gegner zeigen, sie sind das Problem. So gibt es ein eindeutiges Narrativ, wir gegen sie. Das ist Populismus. Es gibt also eine Verbindung, wenn ich Sie richtig verstehe, zwischen Fake News und Populismus. Da werden wir noch drauf eingehen. Die eine Sache aber scheint doch klar zu sein. Fake News, wenn wir darüber sprechen, gibt es, glaube ich, zwei Schulen. Die eine, können wir sagen, ist die zynische Schule. Und die sagt, Fake News ist überhaupt nichts Neues. Das gab es schon immer. Das ist das Klima unserer Meinungsbildung. Darüber müssen wir gar nicht so besorgt sein. Die andere, nennen wir sie mal die alarmistische Schule, sagt, es ist ganz etwas anderes unter digitalen Bedingungen. Man kann das mit nichts vergleichen, was wir früher haben. Welcher Schule gehören Sie an? Ich gehöre wahrscheinlich zum Lager, das sagt, Fake News ist nichts Neues. Vermutlich gibt es sie, seit es uns Menschen gibt. Bestimmt aber, seit wir Zeitungen und damit auch News haben. Problematisch an den Fake News ist nicht, dass sie neu sind, sondern die Art, wie sie heute konstruiert werden. Fake News sind in der Regel nicht einfach falsche Informationen. Wahrheit und Unwahrheit werden miteinander zu einem Ganzen vermischt und dann so in Umlauf gebracht, dass man jene trifft, die man treffen will, sie, die Zielgruppe. Je nachdem, pro oder contra. Zudem sind Fake News meist sehr laut. Sie machen so viel Lärm und sind so spektakulär, dass nicht einmal Mainstream-Medien widerstehen können, sie aufzunehmen und ihrerseits in Umlauf zu bringen. Weshalb? Weil das wichtigste Gut in den Online-Medien und im Informationszeitalter Aufmerksamkeit ist. Sie ist das wertvollste überhaupt. Und wie gewinnt man Aufmerksamkeit? Der Nobelpreisträger Herbert Simon sagte 1971, bei viel Information wird etwas anderes knapp. Wo herrscht Knappheit? Bei der Aufmerksamkeit. Ein Tag hat nur 24 Stunden. Einerseits haben wir also eine exponentielle Zunahme an Information, andererseits ist unsere Aufmerksamkeit begrenzt.
Aufmerksamkeit gewinnt man durch Informationen, Informationen, die die Leute konsumieren wollen. Fake News haben eine äußerst bedauerliche Dynamik. Sie setzen sich durch und machen viel Lärm. So kommen sie in Umlauf und werden verbreitet. Das Informationszeitalter hat das Phänomen der Fake News verstärkt, die es seit Menschengedenken gibt. Okay, also es gibt eine Mischung zwischen ökonomischen Faktoren, wo wir sagen können, Aufmerksamkeit ist die Ware, mit der eigentlich gehandelt wird. Und die Frage, wie man diese Aufmerksamkeit am besten auf sich zieht, das ist eine Grellheit, eine Schrillheit, teilweise auch eine Extremität der Nachricht. Aber das könnte man sagen, das war 1920 genauso auf der Straße, wenn jemand geschrien hat, Weltkriegsausbruch oder die Russen kommen. Das ist ja gar keine neue Dynamik, die jetzt so wäre, dass wir heute darüber mehr reden müssten als vor 80 Jahren. Heute sind sie vermehrt ein Thema, weil sie offenbar weltweit wuchern, indem soziale Medien und andere Ventile benutzt werden, um diese Geschichten in Umlauf zu bringen. So gesehen hat es plötzlich eine Reichweite und eine Geschwindigkeit, die wir vorher nicht gekannt haben. Die Reichweite und die Geschwindigkeit machen den Unterschied. Deshalb wird es heute so umfassend diskutiert. Und dann müssen Sie sich auch bewusst sein, es geht um Geld. Realize this, there's money in it, you know? I mean, insofar as they, so gab es etwa zu den amerikanischen Wahlen zahlreiche angebliche Studien. Viele dieser gefälschten Geschichten kamen aus Mazedonien. Ein paar junge Männer produzierten diese Fake News. Man muss sich bewusst sein, sie verdienten $347 im Monat. Sie starteten zwei Fake News Sites und erhöhten ihr Einkommen auf $16.000 im Monat. Weshalb? Im Wesentlichen, weil sie den Werbekunden die Aufmerksamkeit der Mediennutzer verkaufen. Was man im Informationszeitalter in Bezug auf soziale Medien und so weiter sehr gründlich bedenken muss, wenn Sie glauben, dass Sie als Nutzer eine Art Kunde sind, dann überlegen Sie noch einmal. Sie sind kein Kunde, weil Sie nicht dafür zahlen. Jene, die bezahlen, sind die Kunden. Betrachten Sie das Ganze von diesem Gesichtspunkt. Das Geschäft der sozialen Medien besteht darin, durch Information die Aufmerksamkeit der Menschen anzuziehen und diese Aufmerksamkeit dann an die Werber zu verkaufen. Jeder Online-User ist nicht Kunde, sondern Produkt. Das ist sicher eine ganz wichtige Erkenntnis überhaupt über die Funktionsweise des Internets, dass wenn immer etwas umsonst ist, wie soziale Netzwerke, ist man nicht eigentlich derjenige, der das nutzt, sondern man ist auch oder vorrangig auch der Benutzte, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Philosophen sind ja auch Begriffsschärfer. Versuchen wir doch noch mal einzugrenzen, was Fake News sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Sternstundenphilosophie sind das weltweit populärste Philosophieformat, dann ist das vielleicht richtig oder falsch? Ich weiß es gar nicht. Ist das schon Fake News? Sind Flunkereien oder scherzhafte Übertreibungen Fake News? Oder gibt es da eine definitorische Bestimmung, die sagen, das macht Fake News zu Fake News? Okay. Wir haben soeben ein Buch über Fake News geschrieben. In diesem Buch klassifizieren wir verschiedene Aussagen, ob sie als Fake News gelten oder nicht. Zu oberst in der Skala, zum ersten Bereich, gehören Sätze, die klare Fakten ausdrücken. Wir sitzen jetzt hier, heute in Zürich. Das ist ein Fakt. Hier ist ein Glas Wasser, Sie tragen eine Brille und so weiter. Das sind die geprüften Fakten. Und gleich eine Stufe weiter unten gibt es fabrizierte Fakten oder, wenn Sie wollen, manipulierte Aussagen. Sie sind nicht unbedingt falsch. Sie könnten zugeschnitten sein. Was ist Ihnen lieber, 90% Beschäftigung oder 10% Arbeitslosigkeit? Unter dem Strich ist es das Gleiche. Das geht über Selektion, wie man die Dinge präsentiert. Selektion, wie man etwas präsentiert, Rosinen picken oder gewisse Fakten unterschlagen und so weiter. An dritter Stelle kommt das Gerücht. Gerüchte können wahr oder falsch sein. Dann haben Sie das, was Harry Frankfurt Bullshit nennt. Etwas, das absichtlich keinen Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit macht. Dann gibt es Lügen, die grundsätzlich falsch sind, und schließlich haben Sie Fake News als letzten Punkt. Die Fake News sind in der Regel ein Mischprodukt, das aber als echte, aktuelle News-Geschichte präsentiert wird. Das macht sie speziell gefährlich. Nicht, weil zwangsläufig alles falsch ist, sondern weil es sich dabei um eine vorgespielte Realität handelt. Sie kommen als Ersatzrealität daher. Dadurch sind sie viel schwieriger zu entlarven, weil die gängigen Kriterien zur Entlarvung von Behauptungen ganz anders sind.
Auch aus philosophischer Sicht ist das wirklich Gift. Das sind parasitäre Systeme, die eigentlich aufsetzen auf wahren Nachrichten und sich so geben, verkleiden und dann eine Mischzone gründen. Wie das genau funktioniert, das können wir uns jetzt in einem kleinen Einspieler mal am konkreten Beispiel ansehen. Ein Junge im syrischen Bürgerkrieg, tödlich getroffen von Heckenschützen. Doch nein, er lebt. Er rettet sogar noch ein verängstigtes Mädchen und wird so zum Helden. Das Video erreichte auf YouTube ein Millionenpublikum und so weltweites Aufsehen. Es ist definitiv in Syrien aufgenommen, vermutlich an der Bürgerkriegsfront. Unklar ist, woher genau die Schüsse und der Rauch kommen. Doch die Bilder sind weder aus Syrien noch aus dem Krieg. Drehort war Malta. Die Filmcrew wollte angeblich nur vor Kriegen warnen. Was ist echt, was inszeniert? Auch bei Videos der Terrormiliz Islamischer Staat hegen Fachleute Zweifel. Wir können ausschließen, dass diese beiden Männer während dieses Videos tatsächlich ermordet worden sind. Ging die Costa Concordia wirklich so unter? Wie kommt man falschen Fotos auf die Spur? Das Mädchen ist nicht aus der Ukraine, sondern aus Australien. Was tun mit Leserkommentaren, die sich haargenau gleichen? Und was mit Verschwörungstheorien, ob über Charlie Hebdo oder darüber, dass der Islamische Staat angeblich von Amerika gesteuert wird? Herr Hendricks, wir haben jetzt auch gesehen an diesen Beispielen, dass das moralisch oder politisch gar nicht so leicht zu verorten ist. Es gibt gute Fake News oder moralisch gut intentionierte Fake News und schlechte. Das heißt, Fake News an sich ist noch gar kein Term, den man politisch verorten kann. Nein, nicht wirklich. Was man betonen muss, ist, dass wir die üblichen Kriterien, nach denen wir Aussagen beurteilen, überschreiten. Wissenschaftliche Aussagen etwa werden als richtig oder falsch eingestuft, vorausgesetzt, man findet eine Methode, mit der man zeigen kann, ob sie richtig oder falsch sind. Das wird hier überschritten, weil die Auswahl an Erfolgskriterien für Fake News meist anders sind. Ein Erfolgskriterium ist, Leute von etwas zu überzeugen. Ein politischer Standpunkt, eine moralische Überzeugung, eine religiöse Neigung, was immer sie wollen. Sie nehmen im Wesentlichen, was ist, und sagen, so ist es, aber so sollte es sein. Und dann biegen sie es so zurecht. Darum geht es bei Fake News im Wesentlichen. Die Grenze wird überschritten, in der sich die Philosophie normalerweise bewegt. And that's basically what you have with fake news, is that you're transcending the divide that we usually operate within philosophy, at least a lot do. Oder im Common Sense auch, natürlich. Oder der gesunde Menschenverstand. Namentlich, hier haben wir die Dinge, wie sie sind, und da, wie sie sein sollten. Und Fake News kann die Linie dazwischen verwischen. Dieses Fake News-Phänomen hat ja auch technische Voraussetzungen. Und es hat sehr viel damit zu tun, wir haben das gesehen im Film, dass man mittlerweile mit Bildern, die die dominante Form unserer Wirklichkeitserschließung medial sind, eben alles machen kann. Das heißt, es öffnet sich ein Raum der Simulation, der gar nicht so leicht zu unterscheiden ist. Ist das eigentlich so, dass wir auf einem Weg in ein Zeitalter der Skepsis sind, in dem wir Wirklichkeit von Fälschung aufgrund der technischen Voraussetzungen gar nicht mehr unterscheiden können? Ja, in einem gewissen Sinn nähern wir uns dem klassischen Skeptizismus. Karneades, Arkesilaos, die die platonische Akademie übernommen hatten, wenn Sie so wollen. Was man nämlich heute mit Film machen kann, mit Footage und so weiter, das geht in Richtung Unterdeterminiertheit. Dabei geht es im Wesentlichen um das Problem, dass es keine klare Abgrenzung gibt zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist. Oder um die Frage, wie wir herausfinden können, ob wir ein Gehirn im Tank sind oder nicht. Verfahren, um das festzustellen, fehlen mittlerweile, ja? Darum geht es. Wenn Sie sich nämlich diesen Filmausschnitt anschauen, ist es schwer zu sagen, ob er echt ist, ob er ein wirkliches Ereignis widerspiegelt. Es stellte sich heraus, dass er simuliert war. Die normalen Voraussetzungen, dass wir unsere Sinne brauchen, um zu entscheiden, ob etwas echt ist oder nicht, werden heute herausgefordert durch die Möglichkeiten der Filmproduktion.
Man kann fummeln, manipulieren mit Bildern, Filmausschnitten und so weiter. So gesehen könnte man sagen, dass der antike Skeptizismus dank der Fake News eine ehrenhafte Rückkehr erlebt. Das ist der Punkt. Es gibt ja noch ein anderes Ureignis der Philosophie, das ist der kartesische Dämon. Auch Descartes fragte sich, ob unsere ganze Welt nicht eine Simulation sein könnte, die so perfekt ist, dass sie von der Wirklichkeit nicht zu unterscheiden wäre. Aber Descartes hat ja auch Methoden dafür freigelegt, wie wir das unterscheiden. Sind diese Methoden heute noch tragbar oder welche Methoden schlagen Sie vor? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie Carneades nehmen, Descartes, Humes Traktat über die menschliche Natur oder Hilary Putnams Gehirn im Tank. Das sind alles Philosophen, die sich mit Skeptizismus auseinandergesetzt haben. Wir alle beschäftigen uns auf die eine oder andere Art mit Skeptizismus. Ihre Grundlage ist, was man als globale Unterdeterminiertheit bezeichnet. Das heißt im Wesentlichen, dass man bei keiner Art von Wahrnehmung unterscheiden kann, ob sie simuliert oder real ist. Darum geht es. Fake News basieren auf der gleichen Struktur. Descartes war aber auch ein Wissenschaftler. Er beschäftigte sich mit Optik. Deshalb interessierte er sich nicht für metaphysischen Skeptizismus, ob es die Welt gibt oder nicht. Ihn beschäftigte die Frage, ob man methodologisch alles bezweifeln und trotzdem eine Basis für unser Erkenntnisvermögen finden könne. Schließlich kam er zum Schluss, brauch deinen Verstand. Ja, aber ist das heute überhaupt noch ein Weg? Ja, teilweise ist das immer noch ein Weg, den wir gehen können. Um jetzt aber weiterzukommen, müssen wir recherchieren, wie auch Journalisten recherchieren. Wir arbeiten an gewissen Methoden, mit denen man erkennt, ob das, was wir wahrnehmen, korrekt ist. Sagen wir es so, was machen Journalisten? Sie nehmen die Quellen, mehr als eine, sie triangulieren die Informationen. Heißt, sie versuchen das aus verschiedenen Perspektiven zu bestätigen. Ja, um eine Bestätigung oder Widerlegung, Falsifizierung zu erhalten. In der Wissenschaft machen wir das Gleiche. Wir setzen ein Experiment auf, wir testen und verifizieren, ob es stimmt. Sagen wir es so, heute ist der Druck auf den Journalismus viel größer, wenn es darum geht, herauszufinden, ob jene Informationen, die man uns vorsetzt, wahr sind. Eine enorme Herausforderung. Da die Menge an Informationen so riesig ist und das Tempo so hoch, ist das schwierig. Das bedroht die Grundlagen des Journalismus. Philosophisch interessant ist, wenn Sie die wenigen Institute anschauen, die journalistische Ethik erforschen, die Grundprinzipien und Stärken von gutem Journalismus. Sie arbeiten mit dem Konzept journalistische Wahrheit. Das bedeutet, Fakten so weit als möglich nachvollziehen, Informationen triangulieren, Quellen prüfen und so weiter. Wenn Sie die 10 Regeln über guten Journalismus nachlesen, sind diese sehr nahe an dem, was in der Wissenschaftsphilosophie im Grundkurs gelehrt wird. Es ist also so, dass das Verfahren, ein methodisches Verfahren, eine Rettung sein kann. Aber in dem, was Sie sagen, gibt es ja noch ein weiteres Paradox. Der Journalismus selbst hat eine Finanzierungskrise und diese Verfahren sind sehr teuer. Würden Sie dann sagen, es ist eigentlich eine besonders ungünstige Situation, weil die Anforderungen an Journalismus weiter steigen und die Finanzierungsgrundlage weiter erodiert? Ja, da haben Sie sehr recht. Das Problem liegt in gewisser Hinsicht im Informationszeitalter. Was man in der Wissenschaft nicht kennt, ist, dass Information heute einen Preis hat. Sie trägt ein Preisschild. Manche Informationen sind billig, manche sind extrem teuer. Wissenschaftliche Informationen sind in der Regel sehr teuer, weil man testen muss. Es braucht eine Methode, Quellen müssen überprüft werden, man muss systematisch vorgehen. Das Gleiche gilt für den Journalismus. Das bedeutet, gute journalistische Produkte oder gute Wissenschaftsberichte sind sehr teuer verglichen mit Fake News, die man bloß produziert und in Umlauf bringt. Hinzu kommt, dass die Wahrheit meist nicht besonders laut ist. Wahrheit ist, was sie ist. Was wahr ist, geht nicht unbedingt viral. Und was viral geht, ist nicht zwingend wahr. Und da haben wir das Paradox. Wenn Viralität ein Maßstab für Aufmerksamkeit ist, ist das Erlangen von Aufmerksamkeit eine Frage des Geldes. So erhält Information einen Preis. Deshalb könnte es Ihnen nützen, wenn Sie Informationen in Umlauf bringen, die nicht getestet wurden, aber viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil es mehr Zeit braucht, Wahrheit zu produzieren, die möglicherweise nie diese Aufmerksamkeit erhält. Also es könnte sein, dass die Wahrheit sich nicht auszahlt ökonomisch, wenn ich Sie richtig verstehe, auf einer Finanzierungsgrundlage. Das bringt mich auf einen zweiten
Punkt. Die Frage ist ja immer, wer produziert diese Fake News? Und dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Man hat große politische Spieler oder Agenten wie ganze Staaten. Man hat ökonomische Interessen, wie zum Beispiel PR-Firmen. Und dann hat man kleine 16-jährige Jungs oder Mädchen, die daraus ein schnelles Geschäft machen. Wo würden Sie sagen, sind derzeit die stärksten Kräfte global in der Fake News-Produktion und auch diejenigen, vor denen wir uns am meisten in Acht nehmen müssen? Zuerst einmal scheint mir wichtig, mindestens drei Gründe für die Produktion von Fake News zu unterscheiden, wie wir auch im Buch Fake News beschreiben. Aus Vergnügen, als Troll Unruhe stiften, eine Diskussion vom Zaun reißen, dann um politisch Einfluss zu nehmen oder für Geld. Das sind die drei Gründe. Natürlich können die auch vermischt werden. Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass jene Fake News mit dem bisher größten Einfluss in unterschiedlichen Größen und Formen auf der politischen Bühne gestreut wurden. Das ist schon schlimm genug. In den Jahren 2013, 14, 15, 16 und 17 hat das World Economic Forum Fehlinformation im Internet als globale Herausforderung genannt. Gleichbedeutend wie globale Gesundheit, Langzeitinvestitionen, Migration, Klima und so weiter. In diese Richtung gehen wir. Weshalb gelten Fake News als globale Herausforderung? Sie sagen, weil sie die Weltpolitik herausfordern. Das heißt, die Demokratie, wie wir sie in der westlichen Welt und anderswo kennen. So gesehen kann man sagen, Fake News kommen von vielen unterschiedlichen Orten. Und es gibt vielleicht unterschiedliche Anreize. Aber auf lange Sicht vergiften und zerstören sie die Demokratien, weil man durch sie langfristig in einer sogenannten postfaktischen Demokratie enden könnte. Eine postfaktische Demokratie oder eine Demokratie in einem postfaktischen Staat ist eine Demokratie, in der opportune Geschichten, die auf Fehlinformationen beruhen, die Basis für Gesetzgebung, Debatte und politische Interaktionen werden. Das ist eine gefährliche Situation. Zwei Fragen. Glauben Sie, dass wir schon an diesem Punkt sind? Und zweitens, ist es denn wirklich so, dass eine Demokratie nur auf Fakten beruhen kann? Oder muss sie nicht in gleicher Weise auch auf Fiktionen und Träumen beruhen? Und dass die Faktenbasiertheit von der Demokratie vielleicht gar nicht so stark ist, wie Sie behaupten? Eine sehr gute Frage. In unserem Buch steht die postfaktische Demokratie am einen Ende der Skala. Am anderen ist, was man eine Technokratie nennen könnte, wo alles auf bloßen Fakten basiert. Wir behaupten nicht, dass es einmal ein goldenes Zeitalter gegeben hat, in dem Journalisten, Bürger, Wissenschaftler und Politiker die Wahrheit sagten und nichts als die Wahrheit. Wahrscheinlich hat es das nie gegeben. Betrachten Sie diese beiden Beispiele also als Grenzwerte einer Skala, auf der man sich vor- und rückwärts bewegt, je nach Zeitgeist, finanzieller Situation. Im Moment bewegen wir uns auf etwas zu, das ein wenig einem postfaktischen Staat ähnelt. Das könnte aber auch wieder umgedreht werden, mit Hilfe von Journalismus, Wissenschaft und so weiter. Eine Demokratie besteht zu einem Teil aus Fakten, der andere Teil ist Ideologie, Visionen oder wie immer Sie das nennen wollen. Die Mischung dieser beiden Bestandteile ergibt eine funktionierende Demokratie. Wir wissen, und wir wissen es seit der Aufklärung, aus der unsere Prinzipien der Demokratie stammen, dass Informationen helfen, bessere Entscheide zu fällen. Und im Informationszeitalter? Leider fällen die Leute nicht unbedingt bessere Entscheide, je mehr man sie mit Informationen überhäuft. Kant, Rousseau und die übrigen Philosophen der Aufklärung täten sich sehr schwer damit, weil sie sich ins dunkle Mittelalter zurückversetzt sähen, aus dem sie versuchten herauszukommen, gerade indem sie Wissen und Information heraufbeschworen haben. Das ist natürlich sehr interessant, was Sie sagen, weil Sie sagen, das, was die Aufklärung eigentlich produzieren wollte, Meinungsfreiheit, Information, schlägt jetzt gleichsam zurück und wird unkontrollierbar. Eine Frage, die mich interessiert, es ist so viel Energie in dem, was Sie sagen. Es ist auch so viel Agenda. Sie waren lange Zeit ein Akademiker, der sich mit sehr schwierigen, komplizierten, logischen und mathematischen Schlussproblemen beschäftigt hat. Seit 2-3 Jahren sind Sie im Bubble Study Center und organisieren Studien zu diesen Phänomenen und sind auch als Public Intellectual unterwegs. Ist das für Sie selbst ein Weckruf für die Philosophie, dass man sagt, jetzt können wir nicht länger schweigen, wir müssen an dieses Problem ran? Schauen Sie, ich habe einen 17-jährigen Sohn.
Ich hätte bis an mein Lebensende mit meinen Konvergenztheoremen in dynamischer epistemischer Logik und formaler Lerntheorie weitermachen können. Aber vor ein paar Jahren, als ich den dänischen Elite-Forschungspreis erhalten habe, kam mein Sohn und stellte mir zwei Fragen. Er sagte: Pap, ich möchte wissen, was machst du eigentlich? Das ist eine gute Frage. Aber die zweite Frage war noch besser. Weshalb ist es wichtig? Weshalb ist es wichtig? Da konnten Sie das damals nicht erklären und können ihm das jetzt besser erklären? Viel besser, als ich es früher konnte, weil ich eigentlich der nächsten Generation eine Welt übergeben möchte, die in einem besseren Zustand ist als jene, die ich von meinen Eltern erhalten habe. Das nennt man Fortschritt. Ich finde, im Moment ist das schwer zu erkennen. Also versuche ich, die Methode der Wissenschaft zu nutzen. Wir erhielten die Finanzierung für den Aufbau des Zentrums für Informations- und Bubble Studies von der Carlsberg-Stiftung. Bei der Übergabe sagte deren Vorsitzender Fleming Besenbacher, dieses Zentrum sei ein zentrales Beispiel für die soziale Verantwortung der Wissenschaft. Das sind wir. Es gibt soziale Unternehmensverantwortung, man kann aber auch von sozialer Wissenschaftsverantwortung sprechen. Die Grundidee: wir nutzen Wissenschaft, um uns für die globalen Herausforderungen zu engagieren, damit diese Welt ein besserer Ort wird, auch dank der Wissenschaft. Nicht, dass wir das bisher verpasst hätten, aber mit der jetzigen Agenda hat diese Idee viel mehr Gewicht. Durch die Tatsache, dass die Wahrheit etwas in Frage gestellt ist, wurde sie viel präsenter. Was ist der Beitrag oder worin besteht der Beitrag? Man könnte ja sagen, das sollten Soziologen machen, das sollten Datenanalysten machen. Was ist der Beitrag der Philosophie in spezieller Weise, den er leisten kann? Und haben Sie das Gefühl, dass die Philosophen überhaupt begriffen haben, dass sie diesen Beitrag leisten müssen? Ich sollte nicht extrapolieren, was jeder Philosoph zu denken oder zu tun hat. Ich bin im Grunde ein Logiker und sage bloß, hier ist eine Werkzeugkiste voller Logik. In der Logik geht es vor allem um Prinzipien der Informationsverarbeitung, manchmal gut, manchmal schlecht, und um die Strukturen und die Dynamiken der Informationsprozesse. Das ist gewissermaßen, um was es bei der Logik geht. Lasst uns also diese Werkzeuge nehmen, um Phänomene des realen Lebens zu studieren. Von den Fake News bis hin zu den Informationswasserfällen, um herauszufinden, was es aus der Perspektive der Information für praktische Probleme gibt. Und dann schauen, ob es präventive Maßnahmen gibt, wenn wir die mathematischen Modelle einmal eingesetzt haben. Also Therapie sozusagen. Also wie ein Arzt, der eine Krankheit behandelt. Ja, in gewissem Sinn. Dazu ein lustiges Beispiel. Es gibt den Begriff pluralistische Ignoranz. Das ist ein Phänomen aus der Sozialpsychologie. Das Konzept dahinter: Sie glauben etwas nicht, denken aber fälschlicherweise, dass Ihre Kollegen das Gegenteil von Ihnen glauben. Das heißt, im Kollektiv unterstützt man Normen, die man als Individuum zurückweisen würde. Das ergibt ein gemeinsames Versehen. Das hat man in vielen Fällen von Risikoverhalten bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen, bei Trink- oder Partyverhalten, aber auch beim Cybermobbing. Wir machten eine große Studie zu diesem Thema und befragten 1500 15-Jährige zu ihrer eigenen Haltung betreffend Cybermobbing und fragten auch, was sie glaubten, was ihre Kollegen darüber denken. Nun kommt es. Sie selber mochten es nicht. Eine Mehrheit fand Cybermobbing inakzeptabel. Aber fälschlicherweise glauben sie, dass ihre Klassenkameraden und vor allem ihre Freunde darüber viel positiver denken als sie selber. Das wusste man schon seit einiger Zeit von anderem Risikoverhalten wie Trinken und so weiter. Aber jetzt haben wir gezeigt, dass es auch beim Cybermobbing so ist. Nun ist die Frage, was macht man damit? Eine Möglichkeit ist, dass man den Mahnfinger nimmt und sagt, du darfst am Wochenende nicht trinken oder du darfst nicht cybermobben. Das funktioniert nicht. Aber Untersuchungen in den USA haben gezeigt, dass bei Experimenten, wo eine Gruppe den Mahnfinger erhält, tu es nicht, während man bei der zweiten Gruppe nichts tut, und der dritten Gruppe erklärt man die praktischen Hintergründe der pluralistischen Ignoranz, weil bereits das Verstehen dieses Phänomens eine präventive Wirkung haben könnte.
Damit hat man ein sehr gutes Argument in der Hand für die Erforschung dieser Dinge, weil das Verstehen und Isolieren der praktischen Hintergründe dieses Problems tatsächlich schon präventiv wirken können. Das Gleiche gilt für Fake News und anderes. Darf ich da kurz einhaken? Weil es ist ja eine Sache, die man sich so nicht überlegt. Es ist unsere Glauben und das, was wir glauben, Meinung haben, ist nicht nur in Auseinandersetzung mit der Realität, sondern wird ganz stark davon beeinflusst, was wir glauben, dass andere Leute glauben. Und dafür haben wir jetzt ein kleines Beispiel, wie das insbesondere in digitalen Systemen und Netzwerken funktioniert, wie dieser Effekt funktioniert. Der Mechanismus am Beispiel eines Klimaskeptikers. Was seine Meinung widerlegt, blendet er tendenziell aus. Was ihn bestätigt, nimmt er stärker wahr. So wird seine Überzeugung immer noch stärker. Der Confirmation Bias, so heißt dieser Mechanismus, ist eine psychologische Bestätigungsfalle, die allen Menschen droht. Im Internet wird dieser psychologische Effekt verstärkt. Firmen wie Facebook und Google merken, was uns interessiert und gefällt. Und sie geben uns mehr davon. Der Klimaskeptiker sieht immer mehr Nachrichten, die seiner Überzeugung entsprechen. Andere Argumente dringen kaum noch durch. Eine Filterblase entsteht, ein Raum, in dem wir immer nur die gleichen Stimmen hören. Denn was uns in unserer Ansicht bestärkt, teilen wir mit Freunden und Gleichgesinnten. So entsteht ein Kreislauf der Bestätigung. Ihr Institut ist das weltweit erste und einzige Institut für Bubble Studies, für Filterblasenstudien. Und Filterblasen sind, wenn ich dem Film folge, Räume, in denen Gleichgesinnte Gleichgesinntes erfahren, damit gefüttert werden und sich weiter verengen und bestätigen. Ist das eine Definition von einer Filterblase? Filterblasen nach dem Konzept von Eli Pariser sind, was Sie hier gezeigt haben. Filterblasen sind aber nur eines von vielen verschiedenen Blasenphänomenen, die wir am Zentrum für Information und Bubble Studies untersuchen. Unsere Grundidee kommt aus der Ökonomie, nämlich, dass man Märkte überhitzen kann. Wenn Güter systematisch zu Preisen gehandelt werden, die weit über ihrem vernünftigen Wert liegen, spricht man von einer Blase. Zum Beispiel wie eine Immobilienblase. Wäre das ein Beispiel dafür? Immobilienblasen, Aktien, Finanzprodukte wie Derivate und so weiter. Betrachten Sie es so, man kann auch Güter überhitzen, die keinen monetären Wert haben. Status, Einfluss, Macht. Man kann sogar von Wissenschaftsblasen sprechen. Manche Disziplinen erhalten große finanzielle Unterstützung oder Aufmerksamkeit, viele andere nicht. Sogar Mobbingblasen, wo Leute gar nichts getan haben. Aber online ist die Wahrnehmung, sie hätten etwas getan. Damit ist das Mobbingziel schon erreicht. Oder Newsblasen, wo nebensächlichere Nachrichten plötzlich viel Aufmerksamkeit erhalten. Zum Beispiel gab es diese Fake News, dass Angela Merkel quasi die Leitung des ZDF innehabe, die deutsche Fernsehgesellschaft. Was nicht stimmte, aber viel Aufmerksamkeit erregte. So kann man andere Werte als Geldwerte überhitzen. Und das Spannende daran ist, der Online-Markt etwa ist sehr liquid. Es wird viel gehandelt. Meinungen, Likes, Kommentare und Selfies. Es gibt zahlreiche Zahlungsmittel da draußen. Das berühmteste ist das Like. Das Facebook-Like ist eine Möglichkeit, in seine Meinung zu investieren. Wenn Sie nun in Ihre Meinung investieren und ich nicht so aufgeklärt bin wie Sie, denke ich vielleicht, ihr könnte recht haben. Statt selber zu testen, like ich das, was Sie liken. Weil wir gleich denken oder die gleichen Ansichten teilen. Und plötzlich haben wir eine Situation, in der alle nach links gehen, sogar wenn die rechte Idee völlig richtig ist. Und dann kann man Echokammern verstärken, polarisieren. Und sie haben auch kognitive Dissonanz. Wenn wir eine Information finden, die für uns nicht stimmt, neigen wir dazu, sie zu ignorieren. Ich habe mal ein Beispiel für eine Information, vielleicht die Sie nicht ignorieren, aber die man doch erwägen könnte. 0,1% des Traffics im Internet gehen über politische Inhalte. 10% gehen über Pornografie. Ist Fake News als Thema in den Nachrichten vielleicht selbst ein Filterphänomen, ein Blasenphänomen? Nehmen wir das nicht vielleicht zu wichtig? We don't know yet.
Wir wissen es noch nicht. Ich glaube, das stimmt. Sie haben absolut recht. Eine Studie von 2009 stellte fest, dass es bei 0,1% des gesamten Internetaustauschs um politische Diskussionen ging. 10% drehte sich um Pornografie. Das ist bei weitem das größte Feld für Online-Information. Fake News florieren vor allem jetzt. Oder sie florieren erst seit... Sie haben darüber ein Buch geschrieben, es gibt sehr viele Sendungen darüber, ein Riesenthema. Absolut. Und es ist ein großes Thema. Weshalb? Noch einmal. Wie das World Economic Forum sagte, es wird heute als globale Herausforderung gesehen. Das Internet ist sehr anpassungsfähig und es ist auch organisch. Deshalb ist es etwas schwierig vorauszusagen, welchen Einfluss es haben könnte und ob es bloß ein vorübergehendes Phänomen ist. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die Wahrheit bis jetzt eine sehr gute Begleiterin war. Wir würden nicht hier sitzen und diese Diskussion führen, gäbe es nicht etwas, das man wahr oder unwahr nennen kann. Man könnte nicht einmal diese Kameras benutzen. Mit Fake News als einziger Basis würden sie wahrscheinlich nicht funktionieren. Wahrheit war uns also nützlich, bis jetzt. Und wahrscheinlich wird es auch in Zukunft so sein. Aber, schauen Sie, Facebook startete 2004. Jetzt haben wir 2017. Wir haben also 13 Jahre Erfahrung mit dieser Art von Plattform, mit 2 Milliarden Produkten. Wir haben eine sehr beschränkte Erfahrung mit dem Informationszeitalter. Wir sind alle Teil dieses sozial-technischen Experiments. Mehr noch, während wir hier am Tisch sitzen, kommt die Hälfte dessen, was wir ausdrücken, weder aus meinem noch aus Ihrem Mund. Es ist, dass ich Sie lese und Sie lesen mich. Ah, Sie nicken. Gut. Sie steigen auf diesen Vorschlag ein. Ich fahre weiter. Und damit will ich sagen, indem wir einander in die Augen schauen, legen wir fest, was unseres Erachtens Allgemeinwissen ist. So funktioniert Dialog, indem wir uns voneinander abheben, wie wir uns aufeinander einstellen. Laufend lesen wir uns gegenseitig. Vor 13 Jahren haben wir eine Plattform erhalten, um diese Art von Dialog zu simulieren, wo wir so sprechen müssen. Nun kann ich Sie nicht mehr sehen und die Zuschauer können mich nicht sehen. Die Frage, ist er aufrichtig bei dem, was er sagt? Und sobald ich das mache, die Reaktion, man liest sich gegenseitig die ganze Zeit. Diese Voraussetzungen haben es schwierig online. Das heißt, die Möglichkeit ist größer, dass es zu Fehlern kommt. Es gibt eine These, und das gefällt mir sehr, was Sie sagen, weil das sehr interessant ist. Die sagt, der Buchdruck hat unsere ganze Zivilisation destabilisiert und wir haben etwa 250 Jahre gebraucht, um Verfahren und Kriterien zu entwickeln, um mit dieser Informationsflut umzugehen. Sie sagten es selbst, das Internet 30 Jahre alt, diese sozialen Netzwerke keine 20. Haben wir weitere 250 Jahre? Weil man könnte ja sagen, wenn wir uns nicht selbst sehr stark, sehr schnell erziehen, dann verlieren wir die Grundlagen unserer modernen Gesellschaft. Es ist definitiv so. Wir könnten in sehr große Schwierigkeiten geraten, wenn wir uns nicht selber erziehen. Aus den vielen Informationen kann man aber auch viele Einsichten gewinnen. Dabei stellt sich die Frage, wie wir sie richtig pflücken. Das ist eine unserer Herausforderungen. Es wird viel über Informationsübermittlung geforscht und vieles davon ist sehr wertvoll. Wir wollen herausfinden, ob man ein Gleichgewicht finden kann, in welchem die gute Information überlebt. Das ist im Moment nämlich nicht der Fall. Ein weiterer interessanter Aspekt, den wir am Zentrum für Informations- und Bubble Studies untersuchen, sind die Finanzmärkte und der Handel mit Zero-Bonds, der insbesondere in den USA in hohem Maß dereguliert ist. Das gründete auf die Hypothese der Markteffizienz, nämlich dass ein deregulierter Markt dazu führt, dass die guten Finanzprodukte überleben und die schlechten ausgemustert werden, weil der Markt effizient ist. Als natürliche Qualitätskontrolle gleichsam. Natürliche Qualitätskontrolle durch einen effizienten Markt. Mit der Zeit hat man herausgefunden, dass viele schlechte Wertpapiere recht lange überlebt haben. Deshalb haben sie in den USA eine Subprime-Krise. Also, schlechte Papiere konnten lange Zeit überleben und wurden möglicherweise künstlich aufgeblasen. Sogar Alan Greenspan musste eingestehen, dass in diesem Fall die Hypothese der Markteffizienz möglicherweise nicht stimmt, weil schlechte Papiere lange Zeit überleben konnten.
Das Gleiche gilt für einen deregulierten Informationsmarkt. Man hat gesehen, dass es keine Garantie für einen effizienten Informationsmarkt gibt, wenn man ihn nicht irgendwie reguliert und die Leute dazu erzieht, ihn richtig zu benutzen. Genau gleich, sodass die gute Information schließlich überlebt, die schlechte nicht. Die Frage ist, was tun? Regulierungen sind ein Teil, Ausbildung ein anderer. Eine neue Studie in den USA besagt, man müsste die Neugier für Wissenschaft fördern. Wenn wir eine Information erhalten, sollte uns nicht interessieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht, sondern woher sie kommt. Was sind die Quellen? Gibt es mögliche Absichten dahinter und so weiter? Und das Tolle an Neugier ist, Neugier ist meist unvoreingenommen. Ich bin einfach neugierig. Wenn wir also eine Informationsneugier erzeugen können, ob für die Informationsauswahl, fürs Herauspicken und so weiter, wird das ein Teil des Ausbildungsportfolios für uns Menschen des Informationszeitalters. Living in the information age. Es ist ja auch interessant, dass Sie sagen, wir sprechen immer davon, dass jeder mittlerweile ein Journalist ist, dass jeder seine Meinung äußern darf. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt, wenn jeder ein Journalist ist, muss auch jeder die Tugenden des Journalisten verinnerlichen und wissen, wie man Fakten überprüft. Das heißt, es ist nicht nur eine Einbahnstraße der Äußerung, sondern auch eine der Überprüfung. Und das ist etwas, was viele Leute, glaube ich, noch gar nicht begreifen. Jeder denkt, er ist ein Journalist, aber nicht jeder hat die Fähigkeiten, die Tugendstandards des Journalismus selbst einzulösen. Das stimmt vollkommen. Man kann sagen, dass jeder, der ein Online-Profil besitzt, in gewissem Sinn ein Reporter ist. Damit macht Facebook sein Geld. Sie berichten über ihre Freunde, über ihre Erlebnisse und so weiter. Aber sie sind kein überprüfter Händler. Obschon, wenn Sie sich bei Facebook, Instagram oder wo auch immer eintragen, unterschreiben Sie auch deren Community-Standards. Das heißt, Sie dürfen niemanden mobben, Sie dürfen nicht absichtlich falsche Dinge behaupten. Oder doch, dagegen gibt es, glaube ich, keine Regel. Aber es gibt gewisse Community-Standards, die man befolgen sollte, wenn man die Plattform benutzen will. Aber die Leute klicken das einfach weg und tragen sich ein, ohne darüber nachzudenken. Was ich damit sagen will, wir versuchen, unsere Produkte zu regulieren, unsere Journalisten. Und jetzt kann jeder sich online selber Journalist nennen. Es ist aber ein äußerst unfairer Informationsmarkt, weil manche Journalisten regulierter sind als andere. Wolfram kann im Schweizer Fernsehen sagen, was immer er will. Nein? Das heißt, sie sind reguliert. Durch Maßstäbe betreffend gutem Journalismus. Und wahrscheinlich tragen sie sogar Verantwortung gegenüber dem Medium, das nicht alles ausstrahlen darf. Sie kämpfen also gegen Desperados, die keine solchen Regeln haben. Und weil die nicht reguliert sind, können sie Informationen in Umlauf bringen, die vermutlich breiter geschrieben, gesehen und gehört werden als Sternstunde Philosophie, die bei allem Respekt nicht den gleichen Einfluss hat. Das wäre wie wenn die jetzt alle behaupten, ich bin Wissenschaftler, ich habe ein Experiment gemacht und ich kann schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen. Dann bin ich nicht an die Standards dieser Community gebunden, aber ich habe viel Aufmerksamkeit, weil es eine große These ist. Eine Sache ist ja interessant. Sie sagten, es gibt die Idee, dass der Markt sich selbst reguliert. Das ist im Geldwert so, das ist in der Information so. Und es gibt natürlich viele Menschen, die für freie Rede, für Free Speech argumentieren, die sagen, die öffentlichen Medien sind selbst eine Filterblase, weil sie nämlich regulieren. Meine Frage an Sie, ist Filterblase ein normatives Konzept? Gibt es auch gute Blasen, die wir unterstützen sollten? Eine sehr gute Frage. Unser Zentrum gibt es erst seit 2 Jahren. Wir behaupten nicht, dass wir schon auf alles eine Antwort haben. Bis anhin untersuchen wir die praktischen Grundlagen von verschiedenen Blasenphänomenen. Man könnte sich aber vorstellen, dass es gewisse gutartige Blasen gibt. Man könnte auch von günstiger Aufmerksamkeitszuteilung sprechen. Wie etwa die Agenda 2030 der UNO oder die globalen Top-Herausforderungen des WEF. Es dürfte nicht falsch sein, wenn man die Aufmerksamkeit fürs Klima, für Migration, Gesundheit und so weiter überstimuliert, damit dieser Ort ein besserer Ort für uns Menschen wird, den wir uns teilen. So gesehen könnte es, vorausgesetzt wir haben einheitliche Ziele, gelegentlich vielleicht eine gute Idee sein, diesen Zielen zu mehr Beachtung zu verhelfen und die Leute so dazu zu bringen, das Richtige zu tun, für sich selber und für den Rest der Welt. Was ist Ihre Intuition als Philosoph? Sollten wir solche künstlich geschaffenen, wohlmeinenden Blasen unterstützen oder sollten wir hart sein und sagen, nein, es geht nur um die Wahrheit, es geht nicht um die Effekte?
Das ist eine tiefgründige Frage. Dafür sind wir ja hier. Der Physik-Nobelpreisträger Steven Weinberg sagte es einmal sehr schön: Wir alle sind irgendwie Realisten. Wir alle schnüffeln nach der Wahrheit. Wenn wir nicht diesen sicheren Wert suchen, gibt es nichts zu schnüffeln. Das heißt nicht, dass Wahrheit eine einfache Sache ist. Manchmal sagt sie auch nicht genau, was sie meint. Manchmal stellt man einfach die falschen Fragen an die Welt. Und sie weigert sich, uns eine Antwort zu geben. Manchmal sind wir befangen und so weiter. Aber ich glaube, fairerweise muss man eingestehen, ich habe vorhin darauf angespielt, dass sogar die Wissenschaft zwar nach Wahrheit sucht. Gleichzeitig müssen wir uns aber bewusst sein, dass wir von allen möglichen Dingen beeinflusst werden, von Finanzierungsagenturen bis zu kommerziellen Interessen, die die Wissenschaft auch durchdringen. Genau. Und da gibt es das alles. Aber bis jetzt sind wir immer noch eine Art auf diesem Planeten und wie viele andere Arten. Ich gehe davon aus, dass das Erhalten der Art für weitere Generationen immer noch etwas ist, das wir wollen. Wenn wir aber auf diesem Weg weitergehen, fordern wir uns vielleicht etwas zu sehr. Weshalb treffen wir also nicht einfach die Wahl? Weshalb nutzen wir nicht die Mittel und Methoden der Wissenschaft, um sicherzustellen, dass die nächste Generation eine Welt hat, auf der man leben kann und dass es für eine Weile noch so weitergeht? Voraussetzung ist die Anerkennung der Tatsache, dass es etwas gibt, das Wahrheit und etwas, das Falschheit heißt. Und mittendrin müssen unsere Visionen und Ideologien in dieser komplizierten Gleichung zum Schluss kommen, dass Menschsein bedeutet, dass man Verantwortung trägt für sich und für seine Familie. Sie haben so schön gesagt, es geht darum, dass man ein Mensch ist. Ich kann Sie jetzt hier anfassen. Sie sind mein Dialogpartner. Sie sind wirklich. Es ist nun gerade im Netz so, das haben Sie gesagt, dass dieser konkrete Versicherungsmöglichkeit fehlt. Und das hat auch sehr viel mit den Blasenbildungen zu tun, weil nämlich viele unserer Gesprächspartner gar keine Menschen sind in diesen Blasen. Und auch dazu schauen wir uns mal kurz einen Film an. So funktioniert's. Ist ein Social-Bot auf einen bestimmten Hashtag programmiert, zum Beispiel Wahlen, findet er einschlägige Beiträge, teils auch Fake News, liked diese und teilt diese. Dazu kann er vorgefertigte Nachrichten beliebig oft und rund um die Uhr posten. Dabei kommt der Bot meist nicht einzeln, sondern tausendfach zum Einsatz. Durch solche Bot-Armeen bekommen einzelne Posts innerhalb Sekunden unzählige Likes. Und weil solche scheinbar beliebten Beiträge bevorzugt angezeigt werden, kann das die Stimmung verändern und eine Debatte verfälschen. Social-Bots mischten nachweislich bei den letzten großen Abstimmungen mit, vor allem bei den US-Wahlen letzten Herbst. Während der TV-Duelle stammte laut Oxford University jeder vierte Tweet für Clinton von einem Bot, für Trump gar jeder dritte. Also wir können sehen, wenn andere Menschen glauben, dass sie eine Meinung haben, dann beeinflusst uns das. Das sind keine Menschen, die etwas glauben. Meine ganz wohlmeinende Anti-Blasen-Frage wäre, es werden Landminen geächtet, es werden gewisse Medikamente geächtet. Warum sagt man nicht einfach, wir ächten Social Bots? Soziale Bots sind in erster Linie eine algorithmische Möglichkeit. Man kann sie auslösen. Es geht darum, dass es möglich ist, Computerprogramme zu erstellen, die sich so verhalten. Grundsätzlich ist ihr Zweck, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Aus philosophischer Sicht ist das irgendwie spannend, weil, wenn Sie die Erkenntnistheorie ganz allgemein betrachten, in den letzten Jahrhunderten hat sich die Erkenntnistheorie stark mit dem Individuum befasst, der Einzelne, was er wissen und glauben kann und so weiter. Heute fragt man, das kommt vor allem aus der Sozialpsychologie, was Menschen machen, wenn sie nicht selber mehr Informationen finden können. Man neigt dazu zu schauen, was die nächste Umgebung über dies und das denkt und übernimmt es. Das nennt man den sozialen Beweis. Das zu tun kann sehr vernünftig sein, denn so kann man die Erfahrungen von anderen nutzen und man wird gescheiter durch die kollektive Intelligenz. Aber wenn Bots im Spiel sind, haben wir eine völlig andere Situation. Das sind eigentlich nur Programme, die einen Fingerabdruck produzieren, bei dem man nicht mehr unterscheiden kann, ob es nun ein menschlicher Fingerabdruck ist oder ein Bot. Und viele Bots haben die Fähigkeit, starke soziale Beweise zu kreieren, obschon niemand dahinter steht. So gesehen kann man auf viele verschiedene Arten getäuscht werden.
Natürlich könnte man das auch positiv nutzen. Angenommen, wir nutzen Bots auch, um Fragen zu stimulieren, von denen wir denken, dass sie wichtig sind. Aber das setzt eine politische oder ideologische, globale Diskussion über Herausforderungen voraus, die gemeinsam angegangen werden sollen. Es gibt keine Möglichkeit, Bots im Internet zu regulieren oder sie zu verbannen. Das wird nicht geschehen. Aber glauben Sie nicht, dass es ein politisches Manöver wäre, zu sagen, ich, der Präsidentschaftskandidat der Partei X, verspreche meinen Wählern keine Bots von mir im Netz? Klar, einige Parteien können das machen. Was ist aber mit den Parteisoldaten, die nicht zur Partei gehören, aber glauben, was diese sagen, ist richtig? Oder wie auch immer. Ich meine damit, jede Partei kann das sagen und sie können damit wahrscheinlich ihre Wählerstimmen stärken. Aber da könnten viele andere Interessen involviert sein, die weitergehen als die politische Ideologie. Deshalb glaube ich, dass das wahrscheinlich etwas schwierig wird. Und natürlich führt das zurück zum Thema, mit dem wir angefangen haben. Können wir sagen, ob die Signale, die erkennbaren öffentlichen Signale aus dem Internet, echt sind, im Sinn von repräsentativ für das, was die Leute denken? Oder sprechen wir eher nicht über das, was sie denken, sondern über ihre unmittelbare Reaktion? Oder ist es von Bots generiert oder irgendetwas? Das gehört zu den großen Herausforderungen des Lebens im Informationszeitalter. Die tatsächliche Meinung von jenen, die im Internet operieren, ist schwierig zu ermitteln. Als erstes, sind sie aufrichtig in dem, was sie sagen? Und dann am anderen Ende, gibt es sie wirklich? Oder sprechen wir über Bot-Verhalten und so weiter? Noch einmal, wir wissen nicht genau, wie sie arbeiten, aber wir wissen, es gab viel Bot-generierte Aufmerksamkeit für politische Kandidaten oder Programme und so weiter. Und dass sie eine Rolle spielen. Die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit der Regulierung, um da herauszukommen? Und da sehe ich kaum eine Chance. Okay. Es gibt ja einen schönen Satz von Immanuel Kant, was Aufklärung ist. Es ist der Ausgang aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir versuchen das hier. Was sind denn, Sie sprachen von Ihrem Sohn, die drei Sachen, die Sie ihm als Netzsurfer sagen, die drei konkreten Tipps, die Sie allen vielleicht weitergeben wollen, so wird Mündigkeit gefördert. Wann immer ich ein Like oder einen Kommentar setze, habe ich meine eigene, unabhängige Begründung dafür, dass, was ich sage, korrekt ist? Vertrete ich mein eigenes Argument? Oder wiederhole ich, ohne es getestet zu haben, das Argument eines anderen? Anders gesagt, stimmt ein Argument für mich? Bin ich überzeugt, dass ein Argument, das für mich stimmt, auch für jemand anderes stimmt? Gebe ich meine eigene Meinung weiter? Das ist etwas, das ein Individuum manchmal noch kontrollieren kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was sehr wichtig ist, bin ich sicher, dass ich nicht das Opfer von pluralistischer Ignoranz bin? Im Sinn von, habe ich eine realistische Vorstellung davon, was andere Leute glauben? Oder ist es mir nicht klar? Wenn mein Bild systematisch getrübt ist, sollte ich meine Meinung hier vielleicht nicht einbringen. Schließlich Nummer 3. Es spielt keine Rolle, ob Sie A glauben. Was zählt, sind die Annahmen, weshalb Sie A glauben. Und es ist auch nicht wichtig, dass Sie A glauben und ich nicht. Was interessiert, sind die Voraussetzungen, weshalb Sie A glauben und ich nicht. Der Grund, beim Vergleichen der Voraussetzungen verhelfen uns die Unterschiede zu faktischer Aufklärung. Einverstanden oder nicht gleicher Meinung zu sein, ist nicht spannend. Spannend ist zu verstehen, weshalb wir gleicher Meinung sind oder eben nicht. Das bringt Erkenntnis. Ich habe noch einen vierten Vorschlag für Sie. Ich war die letzten 4 Wochen auf einer Hütte in Finnland und hatte gar kein Netz. Ist das nicht auch eine Option? Nummer 4, bleibt vom Netz weg. Sicher. Ziehen Sie den Stecker für eine gewisse Zeit. Der Grund, unsere Aufmerksamkeit ist beschränkt. Jedes Nachtessen mit Freunden, sobald einer sich hinsetzt und sein Smartphone konsultiert, vergiftet ihr die Stimmung. Was ich damit sagen will, es könnte zuträglich sein für zwischenmenschliche Beziehungen, einfach zu sitzen und zu sprechen. Okay. Ich habe für Sie noch eine Blase, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Die Mutter aller Blasen. Die sieht so aus. Was fällt Ihnen zu dieser Blase ein?
Das ist die gutartigste und komplizierteste Blase, die wir bisher kennen. Und wissen Sie was? Wir können aus ihr entkommen. Aber es ist auch eine Blase, die nur das reinlässt, was sie soll. Es ist eine Abschottung und sie ist sehr, sehr angenehm. Ja, es ist sehr angenehm. Aber diese Blase dauert 9 Monate. Und dann sehen Sie die Welt. Und diese Welt vermittelt Ihnen Eindrücke, die sehr anders sind als das. Stellen Sie also sicher, dass was immer in der Blase ist, genügend anpassungsfähig ist, um mit dieser Art von Eindrücken, die es erhalten wird, klarzukommen. Bis jetzt sind wir über die Runden gekommen. Aber seien Sie sich bewusst, wir sind seit 250.000 Jahren Menschen. Die Welt ist Milliarden von Jahren alt. So gesehen sind wir gerade mal ein Komma. Und was wir das Zeitalter der Aufklärung nennen, ist nicht einmal ein Komma. Es ist, als ob wir beginnen, einen Teil eines Buchstabens zu zeichnen. Man muss festhalten, uns gibt es erst seit sehr kurzer Zeit. Wenn wir darauf bestehen, dass es uns noch längere Zeit gibt, müssen wir sicherstellen, dass die Informationen, die zwischen uns fließen, mehr oder weniger wahr sind oder wenigstens zum Ziel haben, es zu sein, weil wir sonst scheitern. Weshalb uns also ohne Not dumm verhalten? Also ich nehme den Imperativ mit raus aus der Blase, sucht die Widerstände, sucht die Wahrheit, das ist das, was wir alle tun müssen, sonst wären wir ja gar nicht hier. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns heute die ersten Schritte dazu gezeigt haben. Vielen Dank, Vincent Hendricks.